Ich versuche jetzt die Bäuerin zu finden. Wie man kann Kisten stapeln. Willst du mich verarschen? Boah, die nebeneinander. Aber Bausystem ist trotzdem irgendwie komisch. Ich kann, wenn ich den Hammer in der Hand habe, ich habe gar nicht einen Hammer dabei, wenn ich was bauen will, ich kann den Hammer ja wegtun, ich kann ja zu Hause. Und ich scrollt immer vorbei an dem, was ich bauen will. Also an dem, es gibt da 10 Leisten. Ich scroll mit dem Maus, ich scroll immer vorbei. Das ging ja schon bei Smallland mit den Kisten sehr gut. Habe ich halt einfach nie probiert, weil es halt nirgends geht. Sehr schön, sehr schön. Genau, macht diese Zeilensprünge, ja. Okay, cool. Nice. Dadurch, dass die Kisten so klein waren oder sind, habe ich jetzt noch keine Platzprobleme bekommen. Deswegen irgendwie ging es total unter, dass ich das überhaupt probiere. Wer ist der? Ich finde das Bausystem okay, aber ganz begeistert bin ich jetzt noch nicht. Da muss ich noch ein bisschen schauen, ob ich das vielleicht besser hinkriege. So Mini-Mozzarella gegönnt. Wo ist es überhaupt? Was ist denn die Quest? Was ist denn angezeigt? Erbauer, Schreiner. Wo gehe ich hin? Oh ja, denn doch, da ist schon. Boah, kann der nicht anders fliegen? Ey, dieses direkt abstürzen. So nervig. Macht sogar AOE. Okay, wusste ich nicht. Okay, ist hier in dem Dorf nicht im Brunnen? Ich habe jetzt... Kann ich den Bauhammer nochmal bauen? Dann kann ich ihn ja wegtun. Dann habe ich einen Slot mehr. Ich muss um. Das ist... Ich da... Das... Hier... Hier... Hier. Jetzt habe ich das Richtige. Hier... 5... 6... Die Buffs, okay, passt. Ich habe mal so irgendwo so einen Brunnen gefunden, dann konnte ich dieses Wasser looten. Ich bin jetzt schon zum 10. Mal dieser Stadt, aber ich weiß nicht mehr, wo das war. Kann ich ja auch, warte. Ich
Ach, der hier wieder. So laut das Geräusch. Kann ich da nicht hoch mit dem Haken oder so? Irgendwie. Nun ist gleich am Anfang, wo man die erste Base bauen soll. Echt? Ist es da? Gibt's nur einen? Er muss ich auch machen. Muss ich auch machen. Hier war ich zum Beispiel noch nicht. Wow. Ich habe noch... Eben habe ich gerade gelootet von dem Feind. Gibt's bestimmt auch. Okay, also dann... dann bei uns. Alles klar, danke, probiere ich danach. Schau ich mal. Bin schon wieder weiter weg, leider. Aber ich wollte mich ja eigentlich zurückporten, nicht Depp. Wo ist denn der? Wer schießt denn da auf mich? Zwei und ich weiß nicht. Schild besser. Warte mal, dann gehe ich mal kurz heme. Komme ich eh dahin porten? Einfach Ruhestein. Das ist eh schon voll egal. Da, wo man die Basis bauen soll, ja. Hast du gesagt? In dem Dorf oder... Bei mir. Hier. Ja, okay, ich sehe ihn, danke. Jo, perfekt. Achso, mehr geht nicht. 6 Stück. Okay. Ach, diese provisorische Sense, Mist. Perfekt, und jetzt, das habe ich ja gar noch nie benutzt. Meine Quest ist in die Richtung, aber wo ist sie denn hier aufgezeichnet? Wo muss ich denn hin? Hier? Ja, dann kann ich mich ja hier importen. Bis jetzt immer hingelaufen, aber boah, das ist doch geiler. Bin ganz oben und kann runterfliegen, da wo ich hin will. Okay, krass. War das bei jeder Krypta? Und ich hab's verpeilt? Ich hab's nicht aufgesammelt oder wie? Oder nur hier? Das ist irgendwie krass. Jo, das ist hoch. Krass, Mann.
hab dann lieber das Zweierding, taugt mir gar nicht. Habe ich keine Bandagen dabei oder was? Habe ich das verpeilt? Anscheinend, ich habe keine Bandagen mitgenommen. Mache ich mir gleich mal welche. Weil ich hätte die Bandagen lieber hier in der Leiste, direkt neben dem Heilding. Hier war ich gestern auch schon nackig, ohne Rüstung, ohne nichts, weil ich nicht gewusst habe, wie man das macht oder mich damit beschäftigt habe. Also ich könnte schon noch mehr Ausdauer haben wollen, verdienen möchte hier. Kommst du mit Ausdauer gut zurecht? Stofffetzenhand haben gefehlt, okay. So, die Zweihandwaffe. Dahin. Hier. Und auf 1 können wir ja doch die Waffe hin tun. Ja, geht, ne? Aber irgendwie, wenn manchmal Stress im Kampf oder so ist, ist es immer wild. Das finde ich echt cool. Schon wieder hier. Ausgeruht sein ist schon geil. Hast du mehr Ausdauer? Noch 2 Minuten. Ich bin 17 Minuten ausgeruht. Ich hätte noch mal kurz reloaden können zu Hause, als ich eben war. Oh mein Gott, Level 7? Scheiße, ich bin schon wieder zu... Was bin ich denn? Ich bin wieder zu low für hier, Mann. Die Fünfer töten mich ja schon fast. Es gibt irgendwie nur 1, 3, 5, 7. Es gibt keine 4 oder 2 oder so. Spinnst du ja jetzt hier? Der ist ja Armbrustfuzzi. Boah, noch ein Armbrustfuzzi, 2 Stück davon. Moment. So viele gleichzeitig. Lol, ich will mich gerade heilen. Da kommt der Wolf. Ich glaube, ich spinne. Auch 7. Gerade Bandage reingetan. Kommt der Wolf. So, mein Wasser schon wieder alle. Okay, dann ist ja geil. Ja, die haben mir eh fix rausgehauen. Ich wusste nicht was. Ich habe nur Stability Crash gelesen. Achso, das hast du mit gar nicht mitbekommen. Das Spiel ist gestern gecrashed, als ich da oben mit dem Haken auf dieses eine Fass wollte. Und ich bin gesprungen, habe E gedrückt, dass ich rübergehe mit dem Haken.
Freeze. Freeze, dann musste ich da Task beenden. Danach kam ich nicht mehr rein. Charakter konnte nicht erstellt werden. Im Menü schon, dass ich Server gejoint, Passwort eingegeben, Enter. Geht nicht, komm nicht rein. Er hat gar nicht auf dem Server connected, stand bei mir mal Charakter erstellen, ging nicht. Neuen Charakter probiert, geht auch nicht. Und dann musste ich die Backup-Save-File nehmen, die er zur gleichen Zeit erstellt hat wie das Original-Save-Game 8 Minuten vorher. Und das hat geklappt. Der macht leider immer nur ein Backup. Nicht immer, also mal so Teil, also Teil 1, 2, 3, 4. Da macht er immer nur eins. Das hat dann zum Glück geklappt. Freeze und Charakter heraus aus dem Spiel ist anscheinend wild. Sonst ist scheißegal bei jedem Spiel. Kannst rausfliegen, kannst alte 4 machen. Hast, wirst vom Spiel immer wieder zurückgesetzt, irgendwo hingesetzt, wieder hergestellt. Vom Server hier nicht. Konnte nicht weiterspielen. Ohne das Backup-Safe-Game. Taste. Das stört mich ein bisschen. Wenn du, warte. Wenn du dasjenige ausgewählt hast und du drückst die Taste, dann nutzt er das. Anstatt es wegzutun. Schau, kann jetzt, wenn ich die 1 drücke, schlägt er mit dem. Das ist vielleicht wie ein Controller, dass du mit den einzelnen Dingern schlagen kannst. Das ist irgendwie. Aber ich kann auch so, glaube ich, nutzen, habe ich gesehen. Wenn ich jetzt einfach schon die 2 drücke. Ne, der wählt das schon noch aus. Ich dachte, der tut es direkt schießen, ohne auszuwählen, noch ein extra. Okay, okay. Ja, und das zweite Spiel, wo ich die nach Paul war, dass ich einfach nichts in der Hand, also nichts in der Hand haben kann. Wieder sowas? Okay, dass hier nach unten geht mit dem. Sind wieder Spinnen hier? Oh, der hat meine Haltung durchschlagen. Oha. Der hat ja Manöver drauf, ey. Spinnst du? Der hat ja Manöver drauf. Seh nix. Und der Zauberstab, den ich hier habe, der ist zu schwach schon. Der macht kaum noch Schaden. Muss halt echt in den Nahkampf gehen. Ich habe dieses Range-Ding sehr geliebt. Muss man halt dann bestimmt skillen oder so. Das ist halt immer noch geil. Ja, ist schon noch geil. Aber du schaffst ihn halt nicht. Hallo? Triff den doch. Kannst du auch rollen, ne? Und dann. Wow, ne? Ich hab keine. Oh, hätte ich nicht machen sollen. Geht, geht trotzdem noch. Nur mal testen. Ich dachte, hier wäre so ein kleiner Boss gewesen.
Irgendwie doch nicht. Provisorische Sense Müll. Ablegen. Wie kann ich das? Wann kann ich es ablegen? Wohin denn? Wie ablegen? Ich habe den Bogen hier. Warum kann ich das rechte Maustaste ausrüsten? Wo habe ich den Stein ausgerüstet oder das? Was ist das? Stein. Ausgerüstet. Terrainmaterial. Warum kann ich den ablegen und ausrüsten? Macht gar keinen Sinn. Ich kann nur anziehen und... Ich habe den ausgerüstet, aber ich habe doch das andere ausgerüstet. So, also einfach so ernten. Okay, nicht mehr da schießen. Ich verstehe. Ist auch geil, dass es zwischendurch Bett gibt und man kann sich hinlegen. Ich habe länger keine Notiz mehr gefunden. Schade, ich dachte, ich bekomme hier Metall. Aber bekomme ich nicht. Metallschrott will ich haben. Doch, ist da. Jawohl. Stofffetzen, super. Oh. Okay, hätte ich das nicht gebutzt, hätte ich es nicht gesehen. Die Kiste. LOL, was ist das? Ein legendärer Bogen? What the fuck, Alter? Legendary. Aber der Schaden ist ja schwächer als beim anderen, aber die Stats vielleicht. Spannen sehr schnell, Fallgeschwindigkeit. Bösartig, ich muss den mal auf... Boah, den kann man krass aufrüsten. Hinterhaltschaden, kritischer Schaden, Hinterhaltschaden, das ist irgendwie für Hinterhalt. Der ist Stufe 7. Was ist meiner? Achso, meiner ist ja ausgerüstet. Aber nur Kraft 11. Den ich habe, ist Kraft 15. Spannen 0,6, das ist halt sehr schnell, das habe ich schon. Ausdauerkosten 5. Hat der keine Ausdauerkosten oder was? Spann schneller. Ich probiere den mal. Ausrüsten. Ja. Hat der keine. Der hat keine Ausdauer, Alter. Der hat keine Ausdauer, glaube ich. Das ist der Vorteil. Hab jetzt keine Pfeile mehr, weil ich die zu Hause habe gelassen und ich hab die Pfeile sogar weggeschmissen. Die Holzpfeile. Weil ich die besseren haben wollte. Aber der nutzt keine Ausdauer. Das ist ja mal heftig, okay. Schaden hin oder her, wenn ich den noch upgrade und ohne Ausdauer. Ja, das ist strong, das ist geil. Zu ist das Gute. Ich dachte mir schon, what the fuck? Legendär und dann nix dahinter. Ah,
Ah, Wasser hier auch nochmal bekommen. Stofffetzen machen wir direkt hier. Bandagen. Das ist wieder ein Büchlein. Was haben wir denn da Schönes? Ich werde mein Haus beschützen. Ich konnte am Rauch am Horizont erkennen, dass sie auf dem Vormarsch waren. Viele sind geflohen, aber ich bin noch hier. Sie knurren schon vor der Tür. Ich werde dieses Haus halten, wie es meine Vorfahren getan hätten. Ich habe unseren Schatz unter den Steinstufen versteckt. Dort ist er sicher und gut aufgehoben. Weit weg von ihnen. Steinstufen versteckt. Den habe ich doch schon, oder? Das ist doch der Bogen, schätze ich mal. Weil hier ist auch nichts mehr aufgezeichnet als Fragezeichen. Habe ich schon gemacht. Feuersteinpfeile hier. Schrottpfeile. Geil, Mann. Oh, wenn ich das Haus kaputt mache. Sorry. Oh, jetzt wird es dunkel, aber hier war doch ein Bett. Hier war in der Zwischenetage so ein Bett oder so. Jo, fast gestorben. Und einfach runtergefallen. Okay. Vier. Fünf. Sechs. Was hast du denn geskillt, Jero? Bei mir war es halt zuerst der Doppelsprung und jetzt will ich, dass der Gleiter halt dann nochmal so einmal hochgeht. Das war halt meine Intention erstmal. Rest weiß ich noch nicht. Als ich Doppelsprung gelesen habe, war ich halt verzaubert. Dann wusste ich mehr Bewegung. Mehr Bewegung. Main! Int und 10% mehr Rüssi. Das ist bei A. Das Tank müsste es auf jeden Fall sein. Das habe ich schon gelesen, oder? Genau. Das habe ich gelesen. Erhöht dein Konstitutionsattribut um 1, erhöht die Gesundheit um 50 pro Attributspunkt. Ich weiß auch gar nicht, Attributspunkt, was das, wie das halt ist. Also das hier und dann das hier, oder was? Ne, 10% Int. Hier, ne. Generieren durch Heilzauber. Wo ist denn Int an sich? 10%. Hier ist 5%. Das 10% Regeneration. Das würde ich auch gerne mal testen im Nahkampfangriff. In plus 1 und 10% Marissi. Ach, ist es dann doch nicht das bei dem Tank? Int plus 1 und 10% Marissi. Das heißt dann Int plus 1 5%. Wo ist das denn? Ich schau doch hier die ganze Zeit. Also, du bist hier, da. Konstitution um 1, 10% mehr Rüstung. Und dann bist du.
Sollte man, ich sehe gerade hier die kleinen Punkte, die ersten kleinen Punkte am Rand, nicht skillen? Die für einen Punkt? Aber die sind ja nicht geil. Die ersten. Die ersten sind eigentlich schon geil. Was bei allen mitzunehmen. Ich habe zweimal plus 1 Int geskillt und dann 10% mehr Rüssi. Kann man das öfter skillen, den gleichen Punkt? Ich habe zweimal plus 1 Int geskillt. Zweimal plus 1 Int. Und dann Rüssi. Das geht gar nicht. Ach hier. Ach die hier. Intellig. Ach so, lol, ich sehe es jetzt. Ja, das sind die gleichen. Ich sehe es ja, ich habe halt nur trotzdem hier gelesen. Ich habe gelesen, wie du zu dem Rüstungswerk. Ich habe nicht gesehen, dass die hier so. Ja. Ach, das hier ist beides Int. Ach so. Ja, okay, sorry. Der Wille, Geschick, Geschick. Ach so, Kondition. Okay. Ich ging halt von hier aus. Erhöht deine Konstitution. Das ist aber auch geil, Mann. Krass. Da brauche ich 4, um das freizuschalten. Da würde ich viel lieber erstmal. Ja, ich mache das so. Ich mache das. Ich lasse erstmal das mit meinem Plan. Ich hätte jetzt lieber noch ein bisschen Ausdauer und so geskillt. Ist das hier. Warte mal. Ah, nochmal kurz. Erhöht deine Konstitution um 1. Das Konstitution ist doch Leben, oder? Müsste Leben sein. Und erhöht die Gesundheit um 50 pro Attributspunkt. Welche Attributspunkte sind da gemeint? Sind das die Attributspunkte oder bei dem Charakter Attribute? Das hier. Je mehr Punkte ich hier habe, desto mehr Leben. Glaube ich. Das sind Attributspunkte. Okay, das ist erhöht. Das ist ja geil. Das war Int auch so? Ja. Okay. Pro Attributspunkt 5% mehr Schaden. Da gab es irgendwas, wo du skillst, wo dann besteht die Chance, dass das zurückgeworfen wird als Feuer oder so bei dem Gegner. Totenbeschwörer. Okay. Wille wie Wolf. Wille wie Wolf. Man kann ja auch zurücksetzen. Ich will es mit dem Gleiter auf jeden Fall mal testen. Standort oben, okay.
Kann ich da hoch? Okay. Nächste Krypta, geil. Bin da. Bin da. Wo sind die Gegner hier? Nächstes Feuer. Zack. Ach, ich schon. Krypta der Bäuerin. Bin ja gespannt, was hier ist. Kurz Wasser noch nehmen. Die auch fallen. Position erreicht. Ist immer wild, so eine Krypta. Schon cool, also schon auch eine Menge von Atlas fallen hier. Das war ja auch ultra geil. Finde die Bäuerin. Da sind jetzt solche Fallen wieder. Hallo. Oh, das ist jetzt. Ey! Bei den anderen Fallen hat mich nichts berührt, ey. Ah, hier ist wieder so ein Ding zum Aktivieren. Zack. Und wo geht da was auf? Mal gucken. Bin ja mal hier gespannt, was hier noch so ist. Diese Lava ist wild. Okay. Hier ist noch so ein Feuer. Dann dort unten jetzt? Lol, sonst ist es immer ganz oben. Aber das zum Befreien ist, glaube ich, meistens unten so ein Keller-Ding. Ist das Salz? Okay. Hier ist normaler Loot drin. Okay, lol, hab ich auch. Ich hab die immer mit der Heiltrank, alles Loot, Heiltrank. Ich hab die immer versucht, mit der Pike kaputt zu machen. Und das ging halt dann nicht immer. Hab ich's gelassen. Was hier alles ist? So viel Loot habe ich verpasst. Ich habe ein paar kaputt gemacht, aber dann stand da nicht effizient, habe ich probiert mit, aber nicht mit der normalen Waffe. Axt probiert, Spitzhacke probiert, aber normale Waffe doch nicht. Ach so. Ich will noch mehr von diesen Kisten haben. Standort oben. Ich habe das hier ausgeschaltet. Wow! Du Depp, ey, dieses Gleit macht mich fertig manchmal. So unpräzise. Ich glaube, das will gar nicht, dass ich so gehe, oder?
Oh. Wo ist ein Schalter für die Tür? Da müssen wir wieder Schalter finden hier. Hier? Ist irgendwo was Gelbes? Nee, oder? Nee, aber hier ist Loot wieder. Jo. Metallplatten direkt. Ja, okay, krass, dass man das auch looten kann, ist halt Hammer. Das ist halt ultra geil, dass man es auch looten kann hier. Wahnsinn. Weil man hier hin kann, ist hier was? Das Spiel lässt mich hier hin. Irgendwas krasses hier? Ah, hier ist eine Tür. Oha. Metallstern, Nahkampfwaffe. Jo. Aber es ist Zweihand, ne? Hört sich mal. Nahkampfwaffe. Nahkampfwaffe. Wo steht denn 20? 28. Wo steht da nicht Nah- oder Fernkampf? Zweihand oder Einhand? Ist Einhand. Oh. 20 Schaden, 20 Schaden, aber die ist halt besser. Das heißt, wenn ich die upgrade, bringt dir nichts, der Stern. Henkers Axt. Das 2 Minuten länger ist krass, Mann. Okay. Ich schätze mal, wegen dem muss ich da runter. Aber die Tür habe ich trotzdem nicht aufbekommen. Im Nachhinein jetzt. Das sind so Metallstreben, ey. Mal sind es immer so Netze. Okay, Fall ausgeschaltet. Schon gemacht. Vielleicht geht man auch diesen Weg auch nur für die Falle. Zum Ausschalten. Hier ist ein Ausschalter der Tür. Hier ist das, hier ist die Flamme. Kann man was mit. Ne, ich glaube, hier portet man sich hin. Ich weiß gar nicht, was man mit den Flammen machen kann. Zweimal eh ging. Ah, keine Ausdauer. Habe ich erst jetzt gesehen, dass man da rüber kann. Boah, Mann. Scheiß Haken, 10 Kilometer Ausdauer oder was? Wow, was ist jetzt? Bleibt überall hängen. Hallo? Bin doch hier schon 10-mal entspannt rüber. Hier. Also nochmal. Okay, keine Ausdauer. Brauche ich auch nicht zum Springen hier. Jetzt muss ich ja dann warten, dass die Ausdauer voll ist. Anscheinend geht es bis ganz darüber und da leuchtet das Teil, okay. Doch, ich habe eigentlich noch Wasser für die Ausdauerregeneration. Dauert trotzdem ewig. Schauen wir, ob es jetzt funktioniert. Nee.
Oh mein Gott, ich habe auch nicht Leertaste gedrückt, damit ich gleite. Oh Gott, ich das. Ah, Psychose, Mann, fick dich! Okay, das ist ein Spawn. Dann hätte ich mich nicht so aufgeregt. Wie soll ich das machen? Springen, zack. Springen. Ja, ba. Komm, ich sterb lieber nochmal. Komm, ich wieder oben. Ich schätze mal, dass die Sachen jetzt nicht mehr da sind, oder? Und unten haben wir es egal. Ich hol die nachher. Warte mal. Einmal zack. Er lässt ja auch los. Ich wollte gerade so gleiten. Er lässt ja auch los. Das ist ja das Blöde. Er lässt ja los. Ich wollte gerade so ein bisschen schwingen und dann irgendwann loslassen. Aber er lässt ja selbst los. Das ist ja blöd. Ja, na klar, im Lava fühle ich das. Geht nicht mehr, okay. Ja, Skill-Issue, sage ich euch. Also mir selbst. Ich weiß nicht, das mit diesem Ring da. Ich weiß ja gar nicht, ob man überhaupt rüber muss, aber es geht halt einfach. Oder auch nicht. Muss ich da in die Mitte? Okay, geschafft auf jeden Fall. Ah, hier ist der Schalter, der andere, okay. Ja, dann geht unten die eine Tür auf. Laut, Alter, laut. Aber krass, wenn ich Loot nicht verpasst habe, wenn ich jetzt alles plünderbar ist hier. Auch Loot, den du später erst kriegst. Und noch Wasser hier. Wahnsinn. Okay. Position erreicht, sagt er mir. Standort unten. Okay. Hier schon wieder. Ist
So viele Mana-Tränke, Wachs und Salz. Brutal, Mann, voll geil. Knochenmehl. Hammer. Verrückte Gegend hier. So, hier kommt man ja raus, aber ich will ja noch nicht raus. Kann man irgendwo noch mal rein? Noch Mehl hier. Ne, Salz, okay. Kann hier im Kreis gehen. Oh. Neue Fallen hier. Also die kennen wir ja von einem anderen. Noch ein Schalter. Okay, jetzt sehe ich aber nichts. Das ist alles zu überblendet gerade hier. Das ist ein bisschen viel. Das ist ein bisschen viel jetzt blenden da.